Hallo, du willst besser zeichnen können? Dann bleib dran. Ich zeige dir, welche Übungen dich weiterbringen und deine Fähigkeit zu zeichnen verbessert. Somit kannst du tolle Motive wie dieses Auge zeichnen. Viel Spaß! Dabei nehme ich mir ein einfaches Druckerpapier, also keinen teuren Skizzenblock oder sowas. Dann ziehe ich erst viele vertikale Striche, diese immer aus einem Zug und möglichst gleichmäßig, mit derselben Bewegung. Dabei sollte man versuchen, diese gerade und im einigermaßen gleichen Abstand zu ziehen. So verbessert sich deine Linienführung und du lernst gerade zu zeichnen. Du wirst schneller werden und kannst Abstände besser einschätzen. Dann kannst du verschiedene Längen ausprobieren. Umso länger, umso schwerer wird es. Wenn ich einige Striche gezogen habe, mache ich die zweite Übung. Mache zwei Punkte und ziehe dann schnell durch beide Punkte eine Linie. Fange über den ersten Punkt an und ziehe dann die Linie durch den ersten und den zweiten Punkt. Fange nicht an, erst den Bleistift auf einem Punkt aufzulegen und ziehe ihn durch bis zum zweiten. Sonst würdest du es ja wieder so machen, dass du nur einen Punkt treffen willst. Du musst schon darauf achten, beide Punkte mit einer Linie zu treffen. Das ist manchmal gar nicht so leicht. Danach mache ich das Ganze einfach nochmal. Das ganze Blatt voll. Nach ein bis zwei Blättern wechsle ich auf waagerechte Striche. Erst wieder mal gerade. Und aus einem Zug mit gleichem Abstand. Dann wieder zwei Punkte und diese versuchen mit einem Strich zu treffen. Wenn es bei einem längeren Strich nicht klappt, mache erstmal kürzere. Das geht leichter. Danach mache ich das Ganze einfach nochmal. So, nun kannst du es versuchen, aus einem Punkt mehrere Linien rauszureißen. So ähnlich wie, als würdest du einen Grasbüschel malen oder ja, ein Fell von einem Tier. Zum Beispiel bei einer Katze. Dabei achtest du darauf, dass du immer von dem gleichen Punkt startest oder knapp daneben und die Linie auf einem Zug rausreißt und dabei immer leichter aufdrückst. Jetzt starten wir mit den Kreisen. Kreise werden oft benötigt für alle möglichen Zeichnungen, dienen auch oft einfach nur zur Orientierung und um Proportionen einzuhalten. Versuche nun, schnelle und runde Kreise zu zeichnen. Erst klein und später auch mal größer. Wiederhole das mehrmals. Größere sind richtig schwierig. Aber dafür gibt es Hilfen. Die zeige ich dir gleich. Ja, das sieht nicht so gut aus. Das üben wir nochmal. Nun zu den Hilfen. Diese Tipps, da bin ich ganz ehrlich, habe ich aus einem Video von Leonardo Perez Nieto gelernt. Und ich finde diese Techniken echt klasse. Sein Video dazu verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Schaut es euch unbedingt an, er ist ein Genie. Nehmt einen Deckel und zeichnet diesen ab. Das schaut nun eher nach einem Kreis aus. Aber das ist ja auch keine Kunst. Jetzt versucht ihr, diesen Kreis nachzuziehen. Immer und immer wieder. Dann fangt ihr langsam an aufzudrücken. Immer weiter dem Kreis folgen. So, jetzt versuchen wir es nochmal. Naja, der erste war jetzt nichts, aber der zweite ist ganz gut geworden. Jetzt zur nächsten Technik. Versucht die Hand steif zu halten und stützt euch mit der Seite der Hand auf das Blatt ab. Möglichst auf einen Punkt.
Wenn ihr den Punkt und die Haltung gefunden habt, drückt mit dem Stift leicht auf und dreht mit der anderen Hand das Blatt. Eure Hand wird also zu einem Zirkel. Wenn ihr das nun sehr steif hält, dann kommt ein recht guter Kreis dabei raus. Ja, das müssen wir nochmal üben, aber ihr wisst, was ich meine. Diese Übungen mache ich vor jeder Zeichnung. Das dauert so circa 10 Minuten. Nach ein paar Mal fällt euch das Zeichnen leichter und ihr seid nicht mehr so verkrampft. Eure Hand gewöhnt sich daran, den Stift zu halten. Und gerade Striche fallen euch viel leichter. Diese Verbesserung hilft euch nun bei jeder Zeichnung und lässt jeden Strich und jeden Kreis besser aussehen. Ihr fühlt euch wohl und bekommt mehr Sicherheit. Wenn euch das Video geholfen hat, dann abonniert den Kanal. Und falls ihr Fragen habt oder ihr Ideen für ein anderes Video hättet, dann schreibt mir in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!